Ja Leute, herzlich willkommen auf der Hofbergmann mit eurem Zockerli. Wir müssen nochmal komplett neu starten, da ich den LS nochmal komplett neu installieren musste. Finde ich jetzt nicht so schlimm, passiert halt, ne? Aber jetzt geht's von vorne los und ich denke mal, dies wird's besser. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, um auf dem LS19 für die PS4 fehlen mir einfach ein paar schöne Maps noch, bis auf die Mühlenkreis und Ulstream Farm ist da jetzt ja noch nicht wirklich viel, wo ich sagen muss, das ist gut. Von daher werden wir jetzt hier erstmal ein bisschen quasi auf der Hofbergmann zocken. Und ja. Mein Nähdrescher wird gerade von unserem Helfer bedient. Und ja. Zack, hin damit. Ich hoffe, es läuft alles und es klappt jetzt auch alles, so wie ich mir so hoffe. Und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Zack, 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 zack. Jum, 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 jum. Fahren wir jetzt alle nach da hinten. Ja. Flüssig läuft jetzt auch endlich wieder. Hatte ich da auch ein paar Probleme noch gehabt. Aber jetzt läuft es auf der Hofbergmann. So. Müssen wir nur dran denken, dass wir den Helfer, denke ich mal, bald auch abladen müssen, weil in den Tascher passen nur 8000 Liter rein. Der Meinung, den Anhänger kann ich auch noch verkaufen. Das werde ich jetzt auch mal machen, schnell. Nochmal 9000 Euro.
viel, aber. Wir müssen ja eh gleich Stroh fahren. Und wenn wir uns gleich die ein paar Kühe kaufen werden. Ich weiß, gehen 50 rein, aber die kriegen wir ja nicht. Ich glaube, 2.500 kostet eine Kuh. Und alles wollte ich ja jetzt nicht für Kühe ausgehen. Ich will auch noch ein paar Enten kaufen. So geht das natürlich auch. Okay, es läuft ausnahmsweise mal weiter. Ja, das hört sich gut an. Für 40.000 kaufen wir uns Kühe. Jetzt will ich hier nochmal kurz nachgucken. Ja, wunderbar, der läuft automatisch jetzt ausnahmsweise mal weiter. Hat er vorher nicht so wirklich gemacht. Wenn ihr euch erinnert beim ersten Mal. Aber gut. Jetzt klappt's. Lassen wir es auch so. Und ja. Wollen wir mal testen, was noch passiert. Tiefenlockerer muss ich auch noch holen. Vom Hof, vom Shop. Also, ich zeige euch das kurz. Ich habe mir die Sämaschine gekauft und den MB-Truck noch und den billigen Klaas Drescher. Der wird aber dann, denke ich mal, später durch einen größeren Klaas ersetzt. Aber das müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Ich weiß auch. Wie viel Kühe haben wir? 15. Einmal schnell mit unserem Pfänd den Anhänger holen.
die Strohblage müssten wir vielleicht am Ende auch noch mal einsammeln. Seht ihr, den Pickern können wir auch verkaufen mit Wurst, weil wir haben ja, wenn wir was Kleines holen oder was holen wollen, haben wir immer noch den John Deere. Und hier. Dann lassen wir ihn einmal abladen. Damit wir unsere Kühe weiter versorgen können. Und hier. Ach ja. Wenn das jetzt wirklich alles so klappt, wie ich mir das denke, dann wird das schon ganz cool wieder mit LS. Weil ich hab's dann gleich auf dem PC und kannst dann programmieren, wann was hochgeladen wird. So mit habe ich dann nicht den Stress davon, den, ja, shit, jetzt musst du ja noch das machen und das machen. Und das ist ganz cool eigentlich. Ja, ein Ball noch, würde ich sagen. Und dann soll es das für diese Folge auch gewesen sein. Schlückchen trinken. Muss auch sein. Muss sein. Muss hier sein. Ja, und ich hoffe, es gefällt euch auf jeden Fall und dass wir uns dann zum nächsten Mal auf jeden Fall auch wieder hören werden. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr wollt, welche Maps ihr gerne sehen würdet noch. Dann muss ich mir die mal angucken und dann kann ich sagen, jo, mache ich nicht. Na.
So. Die Kette an der Tür. Das müsste jetzt reichen, ne? Ja, super Leute, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.